Hallo, liebe beim Bastlerfreunde. Heute geht es um meine Abricht- und Dickenhobel. Und zwar habe ich letzte Mal wohl scheinbar irgendwas übersehen bei dem Palettenholz. Da muss wohl irgendwas drin gewesen sein. Vielleicht ein Nagel oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Jedenfalls jetzt hat er Riefen. Und das gucken wir uns mal an. Ja, das ist mein Schippert Abricht und Dickenhobel, der 860 HMS oder umgekehrt, Schippert HMS 860. Natürlich ziehen wir jetzt erstmal den Stecker, damit uns nichts passiert und bauen gleich mal die Seitenverkleidung ab. Das Problem liegt natürlich am Messer, was wir haben, und zwar hat das Messer hier jetzt Dellen, ja, und nicht zu klein. Ist klar, wenn da einmal so ein Nagel oder so im Weg ist, dann ist das härteste Messer, kann es nicht mehr halten. Ja, und deswegen wechseln wir jetzt mal das aus. Ich hoffe, man kann das auf dem Bild sehen. Hier sind die Dellen. Das werde ich gleich noch mal in der Nahaufnahme zeigen. Wenn man jetzt weiter dreht, na, sollte man vielleicht in die Richtung drehen, ist besser. Dann sieht man, hier ist auch eine. Diese ist zwar nicht so ganz schlimm, wahrscheinlich weil der erste schon den Nagel erwischt hat. Der zweite nur noch mal kurz und natürlich schön in der Mitte, so ist egal, was man jetzt noch durchschiebt, man erreicht immer diese Stelle. Also wechseln wir das mal aus. Und da habe ich natürlich mal im Internet geguckt, was gibt es da für Messer, die man auswechseln kann, und habe dort natürlich auch welche gefunden für die 850. Die, ich sag mal, vielleicht das Vorgängermodell, sollten eventuell passen. Da war ich mir natürlich nicht sicher und habe dann vorsichtshalber beides mal bestellt. Die einen waren eigentlich etwas teurer, die für die 860er, und für die 850er konnte man günstiger bekommen. Und wir gucken uns mal an, was der Unterschied ist. Ich habe, wie gesagt, zwei verschiedene Paare bestellt. Da ich nicht hundertprozentig sicher war, ob die für die 850er auch hierfür passen, weil da gab es verschiedene Meinungen im Internet. Und deswegen muss man es ja halt mal ausprobieren. Ich habe auch nichts Passendes für die 850 oder 860er gesehen. Zumindest ich habe es nicht gefunden, wie man die Messer wechselt. Wohl für die 1000er. Ist wahrscheinlich identisch, aber trotzdem, ich muss ja sowieso wechseln. Also kann ich es euch auch zeigen. So, hier habe ich die Messer, die für die 860er sind, und die kommen scheinbar direkt von Schepach. Oder indirekt. Zumindest herstellungstechnisch. Und sollen für die 860er sein. So, und das Problem, was ich gelesen hatte, sollte angeblich wohl diese Langlöcher sein, die für die Höheneinstellung sind. Und das werden wir uns mal angucken. Dies hier sind die Messer für die 850er. Wenn man die nebeneinander hält, sieht es ja eigentlich schon ziemlich identisch aus. Die Höhe könnte auch passen, aber die Löcher könnten etwas dicker, breiter sein. Wir gucken uns das mal an. Was als erstes auffällt,
ist natürlich auch, diese sind mit einer Beschriftung gelasert. Und zwar 210 in der Breite oder Länge, 22 in der Breite und 1,8 mm in der Dicke. Diese haben das gleiche Maß. Moment. Warum geht das jetzt nicht drin? Das gleiche Maß, auch 210 lang, 22 breit, aber 1,5 mm dick. Hierbei muss ich aber sagen, das steht so auf der Verpackung 1,5 mm. Ich habe das dann nachher mal nachgemessen und es sind aber in Wirklichkeit 1,8 mm, genauso wie die nachgebauten. Also sind die etwas dünner. So, und die Löcher, das können wir dann mal vielleicht übereinander legen, sehen fast identisch aus, bis auf, dass die von dem dickeren Messer die Löcher für die Höhenverstellung etwas größer sein könnten. Aber das werden wir messen, weil das wäre ja noch nicht ganz so schlimm, weil das können wir ja durch die Höheneinstellung, denke ich, schon mal variieren. Diese haben 3,95 oder 3,9 und diese haben 4,5. Also das Auge trügt nicht, sondern es ist ein halber Millimeter mehr. Die anderen Löcher sind sowieso Langlöcher und damit nicht ganz so gravierend. Ob das dann ein Problem ist, kann ich jetzt noch nicht sagen. Fast 10. Diese haben 10. Wir holen mal die alten Messer erst raus. Man soll die von außen nach innen lösen und natürlich beim Festmachen wieder von innen nach außen, damit eine Verspannung vermieden wird. Bei denen, die man rausbaut, ist es ja wahrscheinlich nicht mehr so wichtig. So, und da fällt mir das Ding dann auch schon runter. Das ist die Abdeckplatte. Wie man hier gut erkennen kann, sind hier die Höhenverstellungsschrauben, die das Messer in der Höhe anpassen können. Und dafür hat man auch eine Einstelllehre, die ich euch gleich auch zeige. Dann messen wir mal, was die für Maße hat. Erstmal die Dicke. Ja, ist merkwürdig. 1,8. Tja, auch knapp 1,8. Also sind diese eigentlich dicker wie die, die von Sheppach sind. Und dieses Loch ist auch größer. Tjo. Also muss ich die nehmen, die nicht original Sheppach waren. So, und was haben wir hier jetzt? Kann ich über Kopf natürlich schlecht messen. Muss ich aber scheinbar, sonst komme ich da nicht dran. Also die haben 4. Jetzt können wir ja mal ausprobieren, ob die mit 1,5, die denn das schmalere Loch haben, ob die denn da noch drin gehen. Und man sieht, ja, gehen stramm drin, gehen aber drin. So, und da diese etwas dünner sind, ist es nicht tragisch, weil ja die Andrückfläche sowieso von hier kommt. Und damit eigentlich
kein Hindernis ergibt. So, ganz locker angezogen. Jetzt schauen wir mal. Kommt immer auf der anderen Seite. Jetzt hier könnte man jetzt die Höhe einstellen an diesen Schrauben. Das brauchen wir ja vielleicht gar nicht. Aber dafür haben wir diese Leere, die damit uns anzeigt, wie hoch man die rausgucken darf. Die dürfen maximal 1 Millimeter bis 1,1, also die liegen hier auf, dann wird das eigentlich noch passen. Und das eigentlich werden wir jetzt nochmal überprüfen, indem wir das von der Seite sehen. Weil ich glaube, da müssen wir ein bisschen sacken lassen. Also die liegen auf. Jetzt könnte man hier schauen, ob dort noch Luft ist. Und wenn ich da genau hingucke, sehe ich, meine ich, nichts an Luft. Also müsste das. Also passt das. Jetzt können wir sie festdrehen. Danach messen wir natürlich nochmal. Das ist das alte Messer. Ich habe jetzt einfach mal die Höhe gemessen. Die hat so 8,23, hier 8,1 oder 8,2, 8,1. Hier ist ein bisschen mehr. Also müssen wir an den Schrauben ein bisschen einstellen, weil diese haben nagelneu 8,5 und das ziemlich genau. Also könnte es sein, dass wir die ein bisschen tiefer einstellen müssen. So, jetzt habe ich gesehen, soweit uns diese Möglichkeit besteht, ist, dass man die Messer etwas verschieben sollte, und zwar das eine Messer nach der Rückseite und das andere zur Frontseite, soweit es halt machbar ist. Jetzt ziehe ich das leicht an, nur dass die Platte aufliegt auf dem Messer, und jetzt wollen wir gucken, dass wir den justieren. Denn ich gehe davon aus, dass wir den etwas tiefer einstellen müssen. Jetzt nehmen wir wieder unsere Leere. Reindrehen müsste tiefer sein. Ne? Also die Schrauben lassen sich ganz leicht drehen. Wenn ich das so gucke, ratscht das oben, meine ich, nicht mehr. So könnte es gut sein.
ein bisschen tiefer. Ich hoffe, man das sieht, aber ich kann es am Display nicht erkennen. Also die Messer sollten die leicht berühren, aber diese natürlich fest aufliegen. Das sieht, soweit ich das jetzt von hier aus sehen kann, gut aus. In der Beschreibung steht sogar noch was von 5 Schrauben, die man lösen soll. Aber die 5 habe ich gar nicht gefunden. Kann man mal sehen, wie präzise die Beschreibung ist. Wer das im Controlling auch immer kontrolliert. So sieht's gut aus. Alles angezogen und dann können wir einen Testlauf machen. Ja, liebe Beinbastler-Freunde, ich habe fertig gehobelt und man sieht, glaube ich, ganz gut, das ist wieder perfekt. Bin super zufrieden. Hier auch nochmal. Hab einiges schon gehobelt, Eichebretter. Ich zeige euch nochmal, wie die gehobelten Bretter aussehen. Und ich bin super zufrieden. Ich wünsche euch ein Happy Hobeln oder glückliches Hobeln. Lasst mir bitte einen Daumen hoch und dann sehen wir uns natürlich auch wieder beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal beim Bastler. Tschüss!